So. Alter. Jetzt schauen wir mal, ob das nochmal hinhaut. Bis jetzt funktionieren. Also ich zeige euch jetzt nochmal das Dilemma, das du normalerweise hast, wenn du das Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, das, was ich damit mitteile, dass dich das blind, dein Wissen macht dich blind und dass alle Probleme der Menschheit lassen sich so leicht lösen. Und ich zeige jetzt, das ist in unendlich vielen Fragen, die in dir auftauchen, wirst du feststellen, die sind eigentlich schon gelöst. Wir machen jetzt mal, ich bringe dich ja mal in ein Dilemma. Wir halten es erst einmal fest, wenn du an jemanden denkst. Dann entsteht dieser Mensch in deinem Kopf als Information, weil du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das Erste, was du jetzt als Selbstbeobachter erkennen musst, dass du bisher gemeint hast, du hast mit dem, den du dir denkst, ja nichts zu tun. Weil du immer noch das zweite Gebot bringst und meinst, ein Gedanke von dir, ein gedachter Mensch, wenn du glaubst, aufgrund deines Programms, dass der noch lebt, dass der auch dann da außen rumläuft, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Das macht dein Programm, das ist Glaube. Es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Ja. Es ist blinder Glaube. Ja. Aber da will ich jetzt nicht so genauer drauf eingehen. Mir ist wichtig, wenn du an jemanden denkst, existiert dieser Mensch, weil du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Mhm. Dieser gedachte Mensch hat keinen Einfluss drauf, wie du ihn denkst. Darum hast du eine komplett eigenständige Welt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du denkst an verschiedene Politiker. Mit einem anderen Schwamminhalt, mit einem anderen Programm, wie ich das nenne, denkst du dir jetzt dieselben Politiker, dieselben Menschen ganz anders. Mhm. Wie die sind, haben diese von dir gedachten Politiker keinen Einfluss drauf oder Menschen keinen Einfluss drauf, das macht dein Programm. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Dilemma. Wenn dir das klar ist, dann muss dir klar sein, dass der Einzige, der einen Gedanken verändern kann, ist derjenige, der sich den Gedanken denkt. Jetzt setzen wir für das Wort Gedanke einfach das Wort Mensch. Der Einzige, der ausgedachte Menschen verändern kann, ist derjenige, der sich diese Menschen ausdenkt. Das ist übrigens hundertprozentig. Jetzt wirst du vielleicht merken, bevor das dein Ego ganz, ganz gewaltig widerschreit und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Nur weil ich mir jetzt jemanden gut denke, ist der doch immer noch doof oder böse. Weil die Menschen, das ist, du merkst, dieses Ego versucht mit aller Gewalt den Glauben aufrechtzuerhalten. Ich sage, der Bruch des zweiten Gebotes, dass unabhängig von hier da außen eine Welt existiert. Draußen, eher außen, das ist Berechnung. AOB ist darauf aus, ist AOB. Das sind Beschwörungsgesetze. Du beschwörst es, weil du diesen Glauben, diesen Wahn noch in dir trägst. Mhm. Also nochmal, der Einzige, der einen ausgedachten Menschen verändern kann, das ist der, der sich diesen Menschen ausdenkt. Mhm. Wenn er das Prinzip verstanden hat, dazu muss er aber zuerst einmal wissen, was er selbst ist. Er darf sich nicht mehr mit den Gedanken von sich verwechseln, weil man selbst ist ja auch nur eine ausgedachte Figur. Wenn ich das jetzt auf den Körper beziehe. Und du merkst jetzt, wie hartnäckig ist, du kannst jetzt zehnmal einreden, ich würde gern jung sein oder ich würde einen anderen Körper haben wollen. Das Programm schert sich an Dreck, was du willst, weil verwirklichen sich ja immer der Glaube und nicht die Wünsche. Das muss man übrigens auch tausende Male hören, wenn ich sage, wenn du dir etwas wünschst, heißt es, dass das, was du dir wünschst, noch nicht besitzt. Dass das nicht da ist. Das heißt, wenn ich mir wünsche, ich will ja gesund sein, habe ich ja keine Gesundheit, dazu glaube ich, in dem Moment krank zu sein. Der Glaube verwirklicht sich. Du glaubst, krank zu sein. Jetzt wird das Ego wieder sagen, ich wünsche mir bloß, gesund sein zu wollen, weil ich krank bin. Ich sage, nein, du bist krank, weil du gesund sein willst. Ja, eben. Das ist natürlich jetzt unheimlich unlogisch für eine Logik, die ich nicht austauschen kann. Und jetzt machen wir es aber ein leichter, ich sage wieder das Klingelingeling-Beispiel. Ja. Ich höre ein Geräusch und in Maßsetzung meiner Logik werde ich zwangsläufig an das Telefon denken. Das bis dato, bis zu diesem Punkt, wo das Geräusch in mir auftaucht. Ja. Das ist ja immer jetzt kein Hauch von einer Information vorhanden war. Ja. Meine Logik sagt mir, es klingelt ja weiter außen ein Telefon ist und nochmal einer ist, der mich anruft, auch wenn ich nicht dran denke. Ich sage, das ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du kannst es nicht überprüfen. Es ist ja so, weit das Geräusch klingelingeling in dir auftaucht, tauscht sich deine Information aus, die 200 Gramm rote Knete, und du wirst erst einmal an dein Telefon denken und dir dann vielleicht denken, wer ruft mich jetzt an?
Da du jeden Gedanken jetzt denkst, gibt es da eine Hierarchie, das heißt, das Klingeln ist dafür verantwortlich, dass du jetzt in dir gedanklich ein Telefon und einen Anrufer erschaffst. Mhm. Ja. Ja. Du hörst zwitschern und du denkst an Vögel und du meinst, das Zwitschern ist dabei der Vögel auch das, was ich, wenn du nicht dran denkst. Und ich sage, aufgrund des Zwitschers, im Anfang war das Wort, im Anfang war das Geräusch und nicht die Gegenstände. Mhm. Das ist so viel drauf eingegangen, denk an 30 Gegenstände, dann denkst du 30 Wörter. Wir kommen wieder zurück zum Anfangsproblem. Das muss man wirklich tausende Male wiederholen. Es ist so unendlich leicht und ich kann dir eins versprechen, dir Geist, der du uns jetzt ausdenkst. Dass wenn du es dann plötzlich dein Heureka kriegst, wirst du entsetzt sein. Du wirst dir jetzt eine Vergangenheit denken und du kannst überhaupt nicht verstehen, dass du so viele Jahre so unendlich geistlos und blöd warst. Das ist die Verwandlung. Ja. Stimmt. Stimmt. Also viele Profis können das bestätigen. Ja. Jetzt kommen wir zu der Sache. Jetzt pass auf, jetzt kommt das Dilemma. Der Einzige, der an den ausgedachten Menschen verändern kann, ist der, der sich den Menschen ausdenkt. Mhm. Aber jetzt müssen wir die Frage der Kategorie 3, warum willst du den verändern? Ist gut. Weil dir dann irgendwas an dem nicht passt. Ja, eben. Aber haben wir nicht festgestellt, wissen wir Geistesfunk nicht, dass jeder Beobachter, den wir uns jetzt ausdenken, oder jeder Denker, den wir uns jetzt ausdenken, sind ja alles ausgedachte Dinge, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist, ein blindes Arschloch ist? Und das Dilemma besteht darin, du hättest prinzipiell die Möglichkeit, irgendeinen Gedanken in deinem jetzigen Reifestadium als träumender Geist verändern zu können. Mhm. Aber das Dilemma besteht darin, dann bist du wieder ein blindes Arschloch und es bringt dich kein bisschen weiter in deiner geistigen Entwicklung. Ja. Eben. Darum geht es gerade dein Willen geschehen, es geht um dieses Ab zu dir einverstanden sein. Ja, genau. Total. Okay? Ja. Aber jetzt gibt es einen Trick. Das ist das Quadrat mit drei Strichzeichen. Ich habe noch keine Lösung dazu gesagt. Das war jetzt, das klingt ja so, als wenn es dann doch nicht geht. Selbstverständlich kannst du was verändern, ohne dass du ein blindes Arschloch bist. Du musst bloß verstanden haben, was ich so oft erklärt habe über Veränderung. Die Veränderung, die du noch im Hintergrund laufen hast, ist, dass das Neue, die Krankheit muss weg sein, damit ich gesund bin. Du hast das noch nicht verstanden. Jetzt denkst du an ein Beispiel mit dem Haar. Das, was du zurzeit hast, ist fehlerhaft und unvollkommen. Und wenn du das vervollkommnest, veränderst du nichts an dem, was besteht. Du musst aber die geistige Ebene, ich nenne das jetzt einmal so esoterisch, mache ich nicht gern die Dimension wechseln. Das heißt, wenn du jetzt ein Dreieck hast und du bist mit dem Dreieck nicht einverstanden, veränderst du das Dreieck, wenn du jetzt einen Kreis dazu machst und einen Kegel draus machst? Ist gut. Oh ja. Ja. Genau. Sein, wenn du weißt, dass jeder Moment und jeder Charakter, der in dir auftaucht, in dem Ganzen einen höheren Sinn hat. Und jetzt schau dir dieses Update ein Stück vorher an, wo ich den Sinn einspiele. Ja. Okay. Ja. Dass jede Veränderung und das Ganze, wenn du mal die Zeit durchbrochen hast, das kann ich jetzt gleich nochmal, schau mal, ob das jetzt genau, ich blende es nochmal ein, nochmal antworte ich nicht. Ich kriege so viele Briefe und Zeug und Wahr, das blende ich jetzt gleich dazu, die sind tausendmal beantwortet. Wir schauen uns ganz kurz vor heute Morgen was an, wo ich einmal drauf geantwortet habe, was ich nochmal als Udo überhaupt nicht mehr mache, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ruft mich heute noch wer an und dann kann ich das gebrauchen. Also gehen wir das nochmal ganz kurz ein. Ich tue mal jetzt den Bildschirm da ein. Okay. Da muss ich ganz kurz die gesendeten Objekte, Moment, das ist das hier. Das ist eigentlich, Moment, ich fahre mal da runter. Das ist also hier, das ist eigentlich wurscht. Wir gehen das ganz kurz durch. Hallo Liebes, du bist ich, Udo. Jetzt und raumzeitlich gesehen, bla bla bla, hatte ich diese Mitteilung an dich zu schreiben begonnen gehabt. Mein unermesslicher Dank bezüglich der unermesslich und unendlich dienlichen Informationen von namenlosen in Ich bin du. Beim Lesen dieses nahtlosen, wörtlichen Geschenken in Zeugnis und abschließender Mahnung angekommen gewesen, hätte ich gemäß meiner entstandenen Impuls die folgende Frage an dich, mir gerade ausgedachten Menschensohn Udo, formuliert, gewollt und somit gemacht haben. Jetzt pass auf, wir machen, es sind drei Fragen. Es geht hier
Was wäre von den beiden folgenden Formulierungen als wirksame Mitteilung zur Erlösung meiner Menschheit stimmiger? Die Frage ist schon eine Dummheit, weil Menschheit ist ein Gedanke und du erlöst die Menschheit, wenn du sie nicht mehr denkst. Genau. Dann fällt diese Menschheit die heilige Ganzheit zurück. Wie willst du die Menschheit in einem Traum retten? Indem du ständig an sie denkst? Schon die Menschheit als Ding an sich, die Medim, die Toten des Meeres, so viele Gedankenwelten. Oder die Enos, sterbliche Menschen, die werden niemals überleben. Und ich sage dir jetzt gleich in einem höheren Zeitraum gesehen. Jetzt so wie du denkst, dies, was du Trockenhasen auf Menschheit nennst, dies ist genauso vergänglich wie die nur angeblich einmal in der Vergangenheit gewesen, in Neandertaler und die Dinosaurier. Ja. Du brauchst ein komplett neues Denken. Das ist so noch naturwissenschaftlich darwinistisches Denken, das kannst du nicht essen. In Anbetracht dessen, dass jedes Wort und jeder formulierte Satz eine wirkende Bestimmung, Prophezeiung geworden gewesen war, beziehungsweise immer werden wird. Fragezeichen. Jetzt kommen die Fragen. In Ich Bin, du lautet, das gehe ich jetzt gleich runter zur Antwort, da müssen wir es nicht zweimal lesen. Ja. Ich habe jetzt die Fragen, in Ich Bin, du lautet, in deiner Menschheit wird Unzucht, das Rot habe ich gemacht. Falsche Beziehung betrieben, wie sie nicht einmal unter Heiden vorkommt, dass nämlich jemand mit der Frau der Logik seines Vaters lebt, ist unverantwortlich. Jetzt die Lösung, wir öffnen diese Unzucht in uns selbst, wenn wir hier und jetzt an eine solche Unzucht denken? Ja. Sobald du etwas nicht mehr denkst, ist das Problem vom Tisch. Ja. Natürlich hast du als Träume der Geist keinen Einfluss drauf. Das sind wir gerade gewesen. Jetzt, oder bezüglich der entstehenden Wirkung in deiner Menschheit war bisher Unzucht, falsche Erziehung betrieben worden gewesen, wie sie nicht einmal unter Heiden vorgekommen gewesen war, dass nämlich jemand mit der Frau der Logik seines Vaters gelebt gehabt hatte, war immer unverantwortlich gewesen und würde immer nur unverantwortlich werden können. Antwort ist ganz easy. In einer hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit kann nur das betrieben worden sein, was du dir hier und jetzt selbst ausdenkst, dass dort angeblich einmal betrieben wurde. Was passiert, wenn du dir es nicht mehr denkst? Menschen, die ich jetzt in die Vergangenheit denke, werden das gedacht und getan haben und so gewesen sein, wie ich es mir jetzt denke. In der Vergangenheit waren die niemals. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es da, rot geschrieben, das heißt eine geschlossene Schöpfung, oder es wird hier und jetzt, unmittelbar von dem Geist, der träumt, zu einer geöffneten Schöpfung, dann ist es da, existierend, aber hier und jetzt in dem Kopf, der sich denkt. Alles andere sind nur Seinsmöglichkeiten, die sind komplett im Heiligen Ganzen. Jetzt die dritte Frage. In der Formulierung in Ich Bin, du war, bleibt mit der Frau nur die begrenzt wirkende Ego-Logik gemeint. Was war bzw. was würde erkannt werden können, wenn damit zugleich der bestimmende Ausdruck bezüglich der unbegrenzten wirkenden Logik des geistigen Vaters gemeint wäre? Okay? Das ist jetzt einmal eine geistreichere Frage, die tausendmal beantwortet ist, indem ich sage, ich habe jetzt hier mal das Wort Frau blau geschrieben, hebraisiert. F-R-A-U. Mhm. Dass ich immer sage, du brauchst nicht wissen, was das auf Hebräisch heißt oder ob es das gibt auf Hebräisch. Viele Möglichkeiten, das wird es zum Beispiel in keinem Wörterbuch finden. Du musst nur die Rot-Blau-Tabelle wissen. Die rot geschriebene Frau, das ist die absolute Weisheit im geistigen Kopf des geistigen Schöpfers, in dem alles verbunden und vereinigt ist, weil der heilig ist. Die blau geschriebene Frau ist ein spezielles Wissen von etwas, was ich beschreibe, eine spezielle Berechnung, eine Rationalität, die praktisch diese Berechnung wird jetzt zum Schöpfer, unbewusst schöpferischen, das ist das Programm, das irgendetwas erschafft, das zwangsläufig zur aufgespannten Facette hat. Fragen? Das ist komplett die Frage beantwortet. Ja. Das ist das Einzige, worum es geht. Ja. Die Antworten sind immer so einfach. Ja, ja, ja. Die sind alle einfach. Ja. Vergesst alle Fragen der Kategorie 1. Ja. Alle Fragen, die sich auf irgendwas Existierendes beziehen. Ja. Ich wiederhole es nochmal. Es geht letzten Endes mit Holofeeling um das, was ewig ist, um dich selbst. Nichts, keine Schrift der Welt geht so intensiv auf das ein, was du selbst bist. Mhm. Ja. Der sich alles ausdenkt. Ja.
Ja. Der, der alles erlebt. Es gibt nur einen einzigen Geist, der etwas erleben kann. Ja. Der dann natürlich, sobald er hier in Einzelgeschichten als Einzelperson reinfährt, reduziert es sich von der Bibliothek zum Bücherregal. Mhm. Die Bibliothek ist ein B. Das Bücherregal, könnte ich sagen, ist ein JCH. Ja. Mhm. Wenn du daran nimmst, was du ein ICH, ein rotes Ich, das ist jetzt das blaue Ich, das Programm. Und darum ist es wichtig zu verstehen, dass ich immer wieder sage, du hörst jetzt Geräusche. Geräusche kann man auch, Worte kann man auch sichtbar machen, dann sind es Worte. Ja. Du hörst Geräusche und was für Vorstellungen du jetzt eventuell machen kannst aus diesen Geräuschen, hängt zuerst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, mit was für ein Buch zur Zeit, mit was für einer Logik, mit was für einem Intellekt du diese Worte zu Bildern machst auf dem Bildschirm. Deines Geistbewusstseins. Ja. Und zusätzlich hängt es noch davon ab, auf welcher Seite du dich zurzeit befindest, wenn du diese Worte hörst. Das heißt, du könntest jetzt rein theoretisch diese Aufnahme hören, wenn du 15 bist, 15 Jahre alt bist, auf der Seite 15, und du kannst dieselbe alte Aufnahme, sagst du dann, wenn du noch zeitlich denkst, hören, wenn du auf der Seite 40 bist. Ja. Du wirst feststellen, dass dieselben Worte auf der Seite 40 komplett anders bei dir ankommen. Total. Ja. Ich kann dann jetzt nochmal einen Schritt weitergehen. Darum ist es, das muss man einfach wiederholen, wenn ich das sage. Ich mache mir nochmal dieses Beispiel zum 100. Mal. Du denkst jetzt, wir sind in einem Saal, da sind 200 Menschen drin. Und plötzlich sagt der Udo, tauchen die Geräusche auf, schließe mal deine Augen. Dann denken wir uns jetzt, wir Geist, ganz bewusst aus, dass diese Geräusche, schließe mal deine Augen, definitiv, das sind 200 verschiedene Programme. Und die waren zuerst mal diese Worte, waren zwanghaft diesen Geist, der mit einem dieser Programme arbeitet, an einem ganz bestimmten Menschkörper, an ganz bestimmte Augen denken lassen und die zumachen. Obwohl alle dieselben Geräusche hören. Und jetzt sage ich, jetzt denk, du bist bei dir zu Hause in der Küche und schaust den Kühlschrank an. Ihr wisst, ich sage dann immer wieder, dann sind 200 verschiedene Kühlschränke in 200 verschiedene jetzt ausgedachten Köpfen. Ich könnte jetzt sagen, 200 Programme, verschiedene Programme, bauen jetzt 200 verschiedene Bilder von Kühlschränken auf, außer es sind Ehepaare anwesend, die an denselben denken. Aber jetzt kommt, und es hängt davon ab, auf welcher Seite in deinem Buch du bist. Ja. Du wirst nämlich auf der Seite 7, war bei dem Feddings und bei der Inge noch gar kein Kühlschrank da, weil damals hat es auf der Seite 7 noch keine Kühlschränke gegeben. Das heißt, das Kühlschrank, was ist das, wird dann als Logik vielleicht sagen. An was soll ich da denken? Und erst ab einer gewissen Seite haben jetzt in diesen alten Programmen haben dann Kühlschränke existiert und du wirst jetzt feststellen, wenn du im Laufe deines Lebens mehrere Male die Wohnung gewechselt hast, dass durchaus, je nachdem wie alt du bist, wenn du drin sitzt und diese Worte hörst, du an einen anderen Kühlschrank denkst. Jetzt zeige ich es Genauigkeit. Es lässt sich auch nicht diskutieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich habe doch ganz klipp und klar gesagt, verlass diesen Bereich, dass du dir laufend den Kopf zerbrichst, was richtig und verkehrt ist. Ja. Das ist in Frage Kategorie 2. Es ist immer eine Selbstentheiligung. Hier geht es um das, was ewig ist. Und die Frage, was ewig ist, ein ewiges Leben ist, der Geist, der die Ewigkeit erlebt, weil er sie selbst ist, beantworten sich niemals mit einer Frage nach existierenden Dingen. Indem ich unbewusst irgendeine Existenz oder ein Ereignis mir in die Vergangenheit denke. Ja, wann bin ich, dann habe ich es erst einmal zum Denken auf. Dann hast du schon wieder ein, das du dir ausdenkst, das existiert, das zum Denken. Ja, ja, dann springt man rein in die Vergangenheit. Tieren, X heißt herausgetreten, von intellektueller Raumzeit, das machen nur Tiere. Das Heraustreten von intellektueller Raumzeit machen nur Tiere. Das heißt, jede Frage, wo du eine Antwort erwartest, die sich auf irgendwas Existierendes, an einen ausgedachten existierenden Ort, an einen ausgedachten existierenden Zeitpunkt oder auf ausgedachte existierende Dinge bezieht, bringt dich, würde ich keinen Schritt weiterbringen in dem Verstehen, was du selbst bist. Kategorie 2 Fragen, die eine Einseitigkeit, eine Unvollkommenheit, ist es richtig oder verkehrt, ist es gut oder böse, ist sowieso selbstentheilig. Weil du zwanghaft von einem, ich sag von einem Ding plus eine Perspektive, eine Seite als Antwort. Ja. Und die andere ist dann sowieso verkehrt. Und jetzt kommen die Fragen der Kategorie 3. Und da habe ich immer wieder gesagt, das ist einmal die Frage nach dem Warum. Warum ist das jetzt da? Gibt es nur eine Antwort,
weil ich jetzt das denke. Ja. Jetzt könnte ich mich zum Beispiel fragen, warum denke ich das jetzt? Mhm. Wer ist es, der denkt? Das ist ja alles eigentlich Fragen der Kategorie 1 wiederum, sind die sich auf ausgedachte Dinge beziehen. Ein ausgedachter Denker ist eine Frage der Kategorie 1. Ja. Ja. Du fragst wieder nach etwas ausgedacht. Ja. Das heißt, du musst begriffen haben, dass du selbst verstehen, dass du, Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, der sich jetzt dieses Video anschaut, der das sieht, ist nicht der, der vom Computer sitzt. Der ist was Ausgedachtes. Mhm. Ja. Und ich kann es nicht oft genug sagen, du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du bist etwas, das nicht existieren kann, sondern alle Existenzen bist du. Das bedeutet Holophilic. Ja. Du bist immer. Und es gibt keine Möglichkeit, dich in einer speziellen Form zu denken, ohne dich zu einem speziellen Gedanken von dir zu machen. Du wirfst halt die Welle auf und sagst, die Welle bin ich. Was ist dann mit all den anderen Wellen, wenn du immer bist? Einfacher kann man es doch gar nicht ausdrücken. Trennt sich Spreu vom Weizen. Das verstehst du jetzt oder du verstehst es nicht. Da gibt es zwei Möglichkeiten, immer zwei Möglichkeiten. Entweder bist du wirklich wie in einem Videospiel, bloß eine geistlose KI. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwem ausgedachten, ich sage immer vereinfacht, es macht keinen Sinn, einen Gedanken von dir erklären zu wollen, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Kannst du den Gedanken auch nicht erklären, wie er funktioniert? Für dich wird ein Gedanke, wenn wir uns jetzt eine Maschine denken, die wird so funktionieren, wie du das mit deinem Intellekt in dir aufbaust. Den Intellekt wieder konntest du dir aber nicht raussuchen. Ja. Weil das ist eben der kleine Trick, dass ich sage, wenn du schon an dich denkst, dann denk zuerst einmal, ich bin jetzt in der Form eines träumenden Geistes. Jetzt stellst du einen träumenden Geist vor dich hin. Und dir ist jetzt vollkommen klar, das bin ich natürlich nicht. Ich bin der sich den träumenden Geist ausdenkt. Aber jetzt erkennst du, dass alles, was der Geist träumt, erschafft er in seinem Kopf. Beroshet, das ist der Satz in der Bibel. Und er kann sich nicht raussuchen, was er träumt, weil wir im Hintergrund ja das Programm haben, das Buch. Ja. Das ist der erste Schritt. Und dann, das ist schon der erste Schritt, wo ich dann sage, ja, aber der sich jetzt als träumenden Geist setzt, ist ja auch was Ausgedachtes. Jetzt kommen wir wirklich in den roten. Ja, genau. Mehr geht's nicht. Ja. Und die Vervollkommnung passiert dann, wenn du nichts, absolut nichts im materialistischen Sinne einseitig verändern willst. Sondern dass du begreifst, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, eine Facette von dir selbst ist. Das ist die allumfassende Liebe. Vorwillstecker-Beispiel. Immer so in Kleinigkeiten drauf ein. Das überragt alles. Und du wirst dann auch merken, dass jetzt hier, wenn wir von Physiker denken oder an Philosophen denken, dass die alles, du kannst die ja nur denken, wenn die auf deinen Schwamm drauf sind. Es ist nur ein Intellekt. Das ist immer wieder, darum sage ich, wenn wir ein Konstruktprogramm beim Computer im Hintergrund haben, so wie eine offene Welt, ein Videospiel. Es ist prinzipiell alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, ist auf einer tieferen Ebene eigentlich schon in diesem Kontinuum drin. Ja. Es gibt niemals irgendetwas in dir auftauchen können, was nicht schon in dir drin wäre. Jetzt denk wieder an den träumenden Geist. Alles, was in einem träumenden Geist auftaucht, kommt nicht von außernet, von außen, sondern aus dem Internet. Und wenn ich jetzt das außerhalb nehme, dann wird es natürlich schon interessant, wenn wir das separisieren, dann haben wir nämlich das aus Beginn mit A, U, scharfen S. Scharfes S ist uns besser, dann haben wir die Beschwörungskunst. R, erweckt. Den Quintessenz Gott. H, all. Zu einer Polarität. Außerhalb. Ja. Das Innerhalb ist natürlich noch interessanter, wenn man jetzt zum Beispiel das Innen, ich sage immer wieder, das, was ich euch erzähle, ist wieder eine esoterische SB-Innerei. Eine religiöse SB-Innerei. SB ist Raumzeit, jetzt wissen wir, wenn wir es blau machen. Das heißt ja schwellende Welle, dann kriegst du logische Wellen. Sondern das ist was ganz was anderes. Und das Innen, ich mache mal einen kleinen Vorschlag für das Innerei. Kann man vielfältig machen. Wir setzen mal das I für die 70. Ja. Das ist nämlich interessant, zum Beispiel das Wort Ivri. Schreibt sich ja 70. Das Eber. Ja, 70, genau. 2200. Genau. Die sprechen ja die Juden Ivri aus. Das heißt, es ist ein klares Zeichen, dass die 70 auch ein I ist. Dann beginnt das I ja mit INN.
GNN habe ich schon mal gesagt, also 70, 50, 50 heißt ein Gewölk. Und die Wolke ist so doppelt aufgespanntes Oldes, hochgehoben, 70, 30 und doppelt aufgespannt. Ja. Das passiert aber bei Ihnen. Gedanken. Es sind alles nur Informationen. Informationen, nicht Außenformationen. Es ist ein Internet, nicht ein Außernet. Ihr versteht Deutsch, das ist euer Problem. das ist wirklich alles. Das ist es. Wenn ich mir etwas ausdenke oder wenn ich mir etwas vorstelle, vor mich hinstelle, sagt es alles. Alles. Es ist noch genau, ich erzähle dir etwas. Jetzt komm auf die Programme. Ich ja immer nur Art spreche, die du auch nicht wissen musst. Wiederhole ich gebetsmannhaft, das ist weg. Dann tauchen Brösel auf und hauen immer wieder solche Brecher raus. Ich sage, wenn du dich wirklich disziplinieren würdest, nicht so viel deine Logik, das Geschwätz von beiden, das überhaupt dein Wissen ist. Das ist geistlos nachgeplappertes Wissen von deinen Lehrern und Erziehern, jetzt raumzeitlich gedacht, die genauso Sohn vom Sohn vom Sohn ihren Lehrern und Erziehungen nachgeplappert haben, die ihren Lehrern und Erziehungen nachgeplappert haben. Und jeder erklärt sich alles vollkommen logisch. Das Problem ist, die Welt ist das, was der Fall ist. Faller heißt zuerst einmal Betrug, Lüge. Da kommt das Wort falsch her, übrigens auch das Wort Falle. Das ist eure Falle. Genau. Und die wird gepflegt und gehegt an Universitäten, dass da ja nichts drankommt. Und weder jeder, mein Vögelchen Mathematikus im ersten Selbstgespräch. Das Vögelchen, das übrigens, das Vögelchen kann man jetzt hier off 70, da wird es 70 mit 30, mit O vokalisiert, das off, das ist ja normal mit Vögeln, wir haben mehrere Wörter für Vögel, die Zibora lassen wir mal weg. Da, wenn, da haben einmal das Geschwingel, was ich Geschwingel nenne, und dann haben wir ja Zippur, das beginnt mit ZB. Und das heißt auf der Wasseroberfläche schwimmen. Jetzt haben wir hier ein Vögelchen in einem Käfig am Fenster stehen. Die Käfigtür ist offen und da kommen andere freie Vögel. Und die sagen, was machst du? Komm mit uns mit. Und jetzt hat er Angst. Ich habe ja meinen Job. Ich kriege jeden Tag zu essen in dem Käfig. Was ist jetzt, wenn ich jetzt da rausfliege? Und wenn mir das Essen ausgeht und unsicher, der sagt, alles ist alles in Überfluss vorhanden. Außer also du lässt dir vom zweiten einreden, wo der Mangel liegt. Ja. Aber da muss ich jetzt gar nicht auf deine momentane Programm, auf deine ausgedachte Welt eingehen, in dem Überfluss. Das ist nämlich sowas von kaputt mit Lebensmitteln und Überproduktionen. Da wirst du nur merken, ob das Krankenhäuser sind, die Krankheiten erfinden ohne Ende, um noch mehr die Umsatzzahlen zu steigern und überall fällt das Geld. Das Einzige, was offensichtlich überall fällt, ist das Geld. Es ist euer Wahn. Es ist ein unendlicher Wahn, zu glauben, dass ein Gedanke von dich, den du Geld nennst, ein Gedanke von dir, Entschuldigung, den du Geld nennst, dass dich der am Leben erhält. Du spuckst deinen eigentlichen Schöpfer ins Gesicht. Ja. Das ist das, was es ist. Jetzt mach dir Gedanken drüber, was du draus machst. Genau. Und das hat mit dieser scheinheiligen Religiosität alle Kirchen voran. Es ist immer nur Macht. Es geht immer nur um Macht und Geld. Es ist noch nie um was anderes gegangen. Ja. Und jeder Pfarrer und jeder, der dir was anderes erzählt, mache im tiefsten Innern in seiner Scheinwelt von Gutmenschentum leben, in seiner einseitigen Vorstellung von Gut, ist ein elendiger Heuchler. Es gibt ganz, 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 ganz wenige rühmliche Ausnahmen. Ja. Allerdings. Und das ist einfach das, was du zu erkennen hast. Und da mir eine Führerscheinprüfungsbogenwelt haben, setzt du dann einen Haken, wenn du das erkennst. Und du weißt nicht, wo du dich früher aufgeregt hast, angesichts dieser zum Himmel schreienden Fehler, wirst du dich jedes Mal freuen und dich wundern, Mensch, warum ist mir das nicht schon längst aufgefallen? Freude mit einer Gelassenheit. Jetzt fängst du übrigens an, dich zu verändern, ohne was zu verändern. Ja. Du magst das die andere Seite dazu. Ja. Genau. Es ist nämlich, du veränderst ja nichts. Nochmal, wenn du ein Dreieck hast. Ja. Die machen jetzt, was mir heben, das auf eine höhere Ebene, indem wir einen Kreis dazu machen und aus diesem Widerspruch einen Kegel formen. Verändere ich ein Dreieck überhaupt nichts. Ich kann durchaus aus schlimmen Menschen, die ich mir ausdenke, der Einzige, der sich böse Menschen denkt, ist der, der sich die Menschen
ausdenkt. Der ist der Einzige, der die verändern kann. Ja. Warum? Ja. Da muss ich jetzt, wenn ich Verbrecher habe, muss ich Polizisten mir dazu denken. Und die Synthese davor ist eine Kriminalgeschichte. Eben, wenn das eine oder das andere fällt. Das heißt, es geht nicht darum, die Verbrecher rauszumachen, weil dann entheilige ich wieder die Welt. Ja. Das heißt, in unserer großen Bibliothek wird es keine Krimis mehr geben. Ja. Mhm. Nicht schön. Wenn ich die Verbrecher rausmache, fallen aus der großen Lebensgeschichte, aus diesen spannenden Filmen, die wir alle erleben dürfen, fallen die Krimis raus. Ja. Erkennst du, ahnst du das Prinzip, wo ich das sage? Ja. Es ist alles ganz anders, mehr kann ich nicht sagen. Und wenn du neugierig bist, das Einzige, was ich von dir fordere, ist Vertrauen und Neugier. Ja. Und das, was ich das Vertrauen fordere, ist ja nicht, dass ich irgendwas erwarte, dass du als Mensch tun müsstest in seiner Rolle. Das spielt eine Rolle. Was ich mir für dich wünsche, ist, dass du immer mehr begreifst, dass du nicht der bist, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Dass du viel mehr bist. Von dir selbst. Ja, nicht nur die Welle. Dann weisen die, dir das so auf den Punkt bringt. Wir können uns wirklich anhören. Es sind viele alte, weiße Männer. Heute Morgen war der Treppermann drin. Da merkst du, da ist die Altersweisheit, wie er spricht. Ja. Aber es ist immer noch, hängt immer noch in dem Raum zeitlich. Das heißt, das würde ich jetzt schon, wohl alles perfekt ist, was er sagt und wie er es beschreibt, ist beobachtet. Das ist jetzt rein ein Mensch mit Altersweisheit von Holophilik. Deswegen noch nichts wissen von dem Programm. Das wäre eigentlich schon was zum Anstreben ist. Dass man in dem kommt im Alter. Dass ich dich ganz zart dann wie eine Raube verwandeln kann. Ja, schön. Dass ich dir nicht permanent einreden lasse, wenn der Körper altert und man wird grau und man kriegt dieses und jenes, dass da was verkehrt läuft, weil du ja immer jung sein müsstest. Diese ewige Jungspann. Ich sage immer wieder, wo setzt du den Punkt hin, wo du jung sein willst? Das hast du mal wie zu Hause. Das heißt, wenn du einen 20-jährigen Körper hast, hast du auch im Dummverstand eines 20-Jährigen, der nur überhaupt keine Lebenserfahrung hat. Ja. Ach, das ist jetzt so alt, nachher können wir halt noch ein Stück weiter zurück. Wie schön ist es, in der eigenen Scheiße zu liegen? Wieso will keiner ewig ein Zeugen bleiben? Da liegt der Zweite im Schirm. Ich komme mal jetzt in einem gewissen Maß. Ich will ja mein Wissen will ich behalten, ich will bloß einen jungen Körper haben. Aber das ist wieder eine Disharmonie, das funktioniert nicht. Das ist eine Einseitigkeit, die du anstippst, die total der göttlichen Schöpfung widerspricht. Es gibt nichts Vergängliches ohne was Ewiges. Du musst jetzt bloß begreifen, dass dieses ausgedachte Ewige und das ausgedachte Vergängliche eine Gedankewelle ist. Das Wirkliche kannst du nämlich gar nicht denken. Genauso ist es mit einem ausgedachten Nichts. Ja, genau. Ich mache das nochmal ganz einfach. Es ist nicht so die Kreatio ex nihilo, die angebliche Schöpfung aus dem Nichts. Dieses Da muss man wissen, diese Schöpfung, die Creatio, nochmal das Wort Creatio, heißt das dann mal eigentlich eine Wahl, eine Auswahl. Das ist, wenn ein Modeschöpfer, Mode ist eine Zeiterscheidung. Was modern ist, ist modern. Dann, weil wir erlaubt, was Neues verkaufen wollen. Ja, sicher. Und wenn ein Modeschöpfer eine neue Kreation auf den Markt schmeißt, dann kriegst du eine neue Auswahl. Ich könnte jetzt in einem gewissen symbolisch sagen, wir denken uns mal gewisse Religionen an. Die Rückführung, wohin auch immer, und wir sagen jetzt, bezüglich könntest du meinen, Holophilie ist eine neue Kreation an Denkmöglichkeiten. Aber was mir eigentlich hier viel wichtiger ist, dann ist eben die Naturwissenschaft, die sagt, von nichts kann nichts kommen. Es ist aber umgekehrt, dass das Nichts entsteht durch das Etwas. Eben, auch da haben wir die beiden. Drehen wir das einfach mal rum. Ich sage, das Nichts, das ausgedachte Nichts entsteht. Etwas, was in dir auftaucht. Jetzt machen wir unsere Nulllinie, die denken wir uns jetzt schon mal aus. Wir sagen einfach, das wäre Wasseroberfläche. Und jetzt taucht plötzlich aus dem Wasser ein spezielles Wasser raus, über diese Nulllinie, das ist der Wellenberg. Okay? Das ist ja etwas. Ein Wellenberg ist ja etwas. Aber entsteht in demselben Moment das Wellental? Und was ist das Wellental? Eigentlich nicht. Ein leerer Raum, den es sowieso nicht gibt. Das heißt, durch das Etwas, das du dir denkst, entsteht es nichts im Hintergrund. Ja. Wenn beide gleichzeitig da sind, ist es wirklich nichts. Ja. Aber dieses Nichts, die Nulllinie, ist natürlich jetzt auch schon wieder was ausgedacht. Deshalb brauchen wir einen Hintergrund zu der Nulllinie. Ein Oben und Unten, wie wir es nehmen, weil es, du bist nicht möglich. Ich spreche schon in Ich bin, du von einem Nichts. Ja, genau. Zwei verschiedene Nichts. Ein Nichts, Implosion. Es ist praktisch die 1,30, all oder L ausgesprochen.
Das Le. Das wäre der Urknall, bevor er geknallt hat. Und die Explosion, das ist dann das Le. Das ist auch nichts. Das ist das Extrem im Faltete, ohne dass jetzt da im Großen und Ganzen was drin ist. Aber da werden wir feststellen, wenn wir da genauer werden, physikalisch in die Formen, dass die Physikbücher immer wieder, was ich sage, die Formen alle stimmen. Mhm. Nur die Erklärungsmodelle. Ja. Die heiligen Schriften stimmen alle. Bloß nicht das, was der Theologe erzählt, was das bedeutet, mit ihren Adam und Eva, Neandertalerbärchen. Eben, eben. Und die Erzfeder. Ja. Dass das reine arithmetische Gleichungen sind. Davon weiß deine Welt nichts. Und wieso weiß deine Welt davon nichts, deine Traumwelt? Ja. Wer hat's gemacht? Da müsste erst einer da sein, der sich in seine Menschen, die er sich ausdenkt, dieses Wissen hineindenkt. Das kann er aber wiederum erst dann machen, wenn er selber weiß. Ja. Eben, eben. Wenn ein Gedanke nichts wissen kann, musst du zuerst einmal der wissen, der Einzige werden, der etwas wissen kann. Das heißt, bei aller Bescheidenheit, du musst ich werden. Ja. Ja. Sollte dir natürlich klar sein, dass ich jetzt nicht das Pixelmännchen Udo meine. Ja. Oder den Gedanken Udo, den du dir jetzt denkst. Ja. Das ist, dass du jetzt merkst, dass wir auf der unteren Ebene eigentlich die Kommunikation findet jetzt zwischen JCH und ICH Rot statt. Ja. Zwischen mir und mir selbst als Geistesfunk. In der Vergessenheit. Mhm. Ja. Eben. So muss man es sehen, so ist es. Ja. Das ist immer dieselbe Geschichte. Und ich sage es, du musst es immer wiederholen und wiederholen und dann wird dir das klar und du wirst dich dann wieder verunsichern lassen. Jetzt ihr die Geistesfunken, die ich jetzt denke, die Brösel jetzt speziell auf dem Bildschirm, die meine ich natürlich nicht. Das ist jetzt blöd, weil jetzt sind wir schon wieder von einer Ebene, dass ich immer wieder gehe niemals davon aus, dass ein Gedanke von dir anders sein könnte, wie du ihn dir denkst. Ja. Wenn du jetzt denkst, der Udo ist ja so gescheit, dann ist der Udo, den du dir denkst, so gescheit, weil du dir das denkst. Mhm. Wenn du dir denkst, das ist ein Schwätzer, dann ist er so, weil du dir das denkst. Mhm. Da gibt es nichts zu diskutieren. Mhm. Ja. Leute, da gibt es ja nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt. Schau einfach, was ist. Eben. Habe ich in dem letzten Kleinfeld-Vortrag am Anfang nicht gesagt, löse dich davon, dich laufen zu fragen, ob was stimmt oder nicht stimmt. Und vor allem löse dich davon, dir permanent in den Hinterkopf mit deiner eigenen Stimme einzuhören. Da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Mhm. Du findest alles die einfachsten, kindgerechten Sätze. Ja. Kriege ich jetzt auf einer anderen Seite, das kann ich euch leider nicht zeigen, das habe ich weggelöscht, kriege ich vor einigen Briefen, die sauen mich ab ohne Ende, die zwar auf der einen Seite mir Briefe schreiben und so, der Udo ist ja Gott, den sie sich ausdenken, der Udo, den sie Briefe schreiben und mich nur in einem Fort absauen und sie haben sich das nicht rausgesucht und die wollen diese scheiß Welt nicht und wie, was ich mir einbitte, sie einfach in diese Welt reinzusetzen, als solche Arschlöcher in so eine böse Welt, in so eine schlechte Welt, dann merkst du, wessen es ist. Aber es sind doch nur Gedanken, taucht Schriftstücke auf und du hast Gedanken. Das heißt, wie in unserem kleinen Chat, das sind dann kristallisiert sich Charaktere raus. Ja. Ob du die positiv oder negativ siehst, hängt doch von deiner Interpretation der Wahrheit ab. Natürlich. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Mhm. Du bist der Teufel in deiner eigenen Hölle. Es hängt einfach davon, wie groß bist du oder wie stark kann man dich schon Liebe nennen. Ja. Mhm. Verwechsle bitte nicht diese blaue Liebe, wenn ich jetzt die Gutmenschen in dieser Flüchtlingsgeschichte, dass die gar nicht merken, dass sie ihre Feindbilder bloß verlagern in einen ganz anderen Bereich. Dass die Hilfsbedürftigen helfen, aufopfern eventuell. Denk wieder an meinen Fehler mit dem Altruismus. Das ist ja auch eine Ursache, dass sie das machen, wenn das einer macht. Das ist nochmal das einzige Programm, das sich keiner raussuchen konnte. Ja. Aber dass im selben Moment sich so massiv Feindbilder aufbauen über all die, die da nicht dafür sind. Genau. Und ich sage, wenn man da wirklich eine innere Antenne für wirkliches Gut und Böse hat, dann müssen wir nicht drüber reden, dass wir, was du willst, dass man dir tut, in irgendeiner Situation, was du erwarten würdest von anderen, wenn du in der oder der Situation wärst. Ja. Das macht für jeden, der in die Auftaucht. Ja. 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 Mhm. Aber da kommt natürlich auch nochmal ein Schritt. Und was du willst, dass man dir nicht macht, das macht auch die andere nicht. Gehört dazu, Das wirft sieben Probleme auf, weil wir müssten ganz, ganz definitiv, dann haut es fast alles am Menschen weg. Und unsere Welt ist so krank, so unendlich krank durch den Kapitalismus. Und wohlgemerkt, ich rede jetzt von einem bewusst schaffenden Fehler in meinem Sonnenschein. Dass wirklich an Universitäten geht es bloß noch darum, seine Mitmenschen möglichst gut zu bescheißen. Mhm. Selbst in der Medizin,
mit all diesen Errungenschaften, um einen sterblichen Körper am Leben zu halten, möglichst lang, natürlich immer in der Voraussetzung, dass man hier möglichst viel Geld verdient. Ja. Mir fällt jetzt gerade im Moment so ein kleiner Satz ein hier von Plichter in seinem Buch. Wir machen keinen Primzahlenkreuz. Wie seine Mutter dann im Krankenhaus war und ist dann in einem Halbkoma gelegen an die Maschinen, wo es geheißen hat, die wird sowieso nicht mehr, er ist Privatpatient. Er, wenn dann mal zu seiner Mutter gegangen ist, die war einfach nur noch ein toter Körper, eine Hülle an einer Maschine. Und zwei, dreimal am Tag hat er gesagt, hat der Krankenschwester reingeschaut, die Maschinen gut laufen. Ja. Und dafür hat er jedes Monat, glaube ich, 15.000 Mark in Rechnung gestellt bekommen. Mhm. Noch leichter kann man kein Geld verdienen. Nee. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja auch gesetzlich verboten mit Sterbehilfe und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Es ist einfach es nur erwartet. Und jeder sonst sich in seiner Schönheit, weil er das überhaupt nicht mitkriegt, die ganzen Schönen und Reichen, die dann gut Caritas sich für die Armen engagieren, es ist einfach nur widerlich. Und jetzt immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass all diese Protagonisten in deiner Traumwelt, weil ich der Schöpfer deines Programms bin, des Führerscheinprüfungsbogens bin, ich nehme all die Schuld auf mich, dass die mir uns jetzt ausdenken mit diesem Wissen, das du zu durchschauen hast, dass die überhaupt nichts dafür können, dass es so sind, wie es ist. Da solltest du wirklich einmal versuchen, dass du ich wirst. Ja. Dass du nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass er so ist, wie er von dem, der du zu sein glaubst, jetzt als träumender Geist, wie er von dem ausgedacht wird. Ja. Du musst erst einmal den Schritt wegmachen von der Figur im Traum zu dem träumenden Geist. Dass du zuerst einmal begreifst, du kannst dir nichts raussuchen, was du denkst, als wäre du wach, was du denkst, was du glaubst, Das wird dir immer mehr bewusst, umso mehr du sagst, ich bin ja kein sterbliches Säugetier, keine Figur, keine Rolle in dem Traum, so echt sich das anfühlt. Das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Ja, genau. Akzeptiere einfach, selbst mit einem materialistischen Wissen habe ich das Hintertürchen offen gelassen, dass selbst für einen tiefgläubigen Materialisten ist klar, dass er nur dann etwas erleben kann, wenn das, was er erlebt, als Information in irgendeiner Art und Weise in seinem Gehirn vorliegt. Ich habe jetzt ganz streng natürlich gesprochen. Ja. Wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise in dem Gehirn dargestellt wird, erlebt das ja nicht. Dann kann ich draußen mal so Bestes, der das erlebt. Erlebt sich das Gehirn selber? Existiert dieses Gehirn überhaupt, wenn ich nicht daran denke? Wie kannst du das als hundertprozentig sicher ansehen? Deppen, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet, das sind eure Vorbilder. Da hast du welche, die sind hundertprozentig sicher, dass ich vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde und andere, die sagen, den hat es überhaupt nicht gegeben in Jesus. Das ist ein Märchenfigur. Und jeder, der das glaubt, ist sich hundertprozentig sicher, weil ihm sein Programm das suggeriert. Ja. Weil er sich das selber mit einer Logik einredet, die gar nicht seine eigene Logik ist, zumindest noch nicht. Das ist der Führerscheinprüfung. Darum ist das auch was Intimes. Es ist nur für dich. Ja. Für den, der das jetzt hört. Ja. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein, oder? Ja, danke. Ja. Besten danke. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Danke. Man zieht sich auf einer höheren Ebene. Lasst euch überraschen. Ja, ich habe ein breites Gesicht, weil ich weiß, wie es aussieht. Sehen wir uns noch ein bisschen auf. Ihr ja? Schüttelt. Ja. Tschüss. 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 Danke. Tschüss.